Sonntag euch da draußen. Heute war ich mal auf dem Flohmarkt gewesen. Es war kalt und es war nichts los. Da waren diesmal weniger Stände als vor 14 Tagen. Da hat es ja nur so halbwegs geregnet. Ihr habt noch irgendwie, heute war es irgendwie nur kalt, aber eklig kalt. Ja, ein bisschen war Teig gefunden. Auswahl war nicht so groß gewesen. War im Endeffekt, das ist so beinahe schon Frustkopf in die Richtung, weil sie ganz ohne wollte ich auch nicht nach Hause gehen und dachte ich so, ja, dann nimmst du ein bisschen was mit, einfach so aus Prinzip. Gab auch nur zwei Stände, wo ich was gefunden hatte. Der eine war gewesen, bei dem ich schon öfter mal eingekauft, und der ist ja meine stille Hoffnung, der hat ab und zu heute mal ein bisschen NES Atari Mega Drive da liegen und diesmal nicht, bei dem ich jetzt drei Spiele gefunden. Das erste war natürlich gleich ein Griff ins Klo gewesen. Und zwar Xbox Classic Splinter Cell für die Xbox Classic. Warum war es ein Griff ins Klo? Ich hab schon. Egal, kommt in eine Tauschkiste drin dann irgendwie oder sonst irgendwas. Ist vollständig. Zustand von hier drin ist alles sauber. Cover ist ein bisschen leicht angekratzt. Also das Cover jetzt, also die Verpackung darum. Dann hat er gehabt, das habe ich noch nicht gehabt, oh, Gran Turismo 3 für die PS2, A-Spec, für was steht eigentlich A-Spec, keine Ahnung. Und da ist ja die Hülle so ein richtig schönen Zustand, innen drin auch alles richtig nice und passt. Hatte ich noch nicht, Gran Turismo will ich mal eher alle Teile mal besorgen. Und zu guter Letzt hat er noch eins da gehabt, wollte ich erst nicht mitnehmen, aber da war ich schon so gewesen, ich glaube, heute findest du nichts weiter, nimmst du einfach mal mit. Und zwar Narnia, Prinz Caspian von Narnia. Ich habe nicht mal einen Film von Narnia gesehen. Gibt es halt zwei, drei Filme, irgendwie sowas. Keine Ahnung, hat mich nie interessiert, das Zeug. Und da, ups, mal beiseite hier. Ist auch alle drin und in guten Zustand. Was habe ich für die drei Dinger zusammen bezahlt? Waren 6 Euro, also voll und ganz in Ordnung der Preis. Kann man nie meckern. So, dann rumgetigert weiter. Es gab wieder die typischen zwei Händler, die halt wirklich die absoluten Schweinepreise haben. Da frage ich nicht mal, ob da mir entgegenkommt irgendwie. Und da war noch einer gewesen, der hatte in so einer großen Box ein paar Spiele drin gehabt mit. Habe ich so durchgekickt, ein paar fehlen die Anleitung und so. Und was willst du denn haben für die Spiele? 3 Euro. Mein du, ein paar fehlen die Anleitung und so was. Naja, such dir mal raus, was du haben willst und mach mal einen Preis. Gut, da ich jetzt welche zusammengekriegt. Endeffekt King Crap für mich, weil das sind alle so Spiele, die ich auf jeden Fall mal reinspielen. Ich hätte jetzt nicht jetzt hier danach jetzt irgendwo auf eBay gesucht und so oder so für die Sammlung. Passt das schon. Auch alles jetzt PS2, was kommt. Ey, was anderes findest du bei uns so nicht? Die haben fast nur PS2. Also jetzt hier privaten, das war die Hände mal abgesehen. Dann hast du so DS-Spiele rumliegen. Da am meisten so die ganzen Mädchenspiele, die ich ja alle hier rum. Also als ich meine Boutique und Co. und Styling Queen oder als ich wie das Zeug alle da heißt. Switch hast du rumliegen, habe ich keine. Da sind sie auch ganz schön teuer gewesen immer. Und ach nee, die Ena, die hatte von für die PS4 Elder Scrolls irgendeine diese große Collection Box. Ich weiß nicht, wie die heißt, wollte sie 90 Euro haben. Habe ich mal kurz gekickt, okay, Standardpreis in der Bucht und brauchen tue ich es eh nicht. Ich bin kein Elder Scroll-Fan, wäre ganz nice gewesen, nur so für die Vitrine. Ob ich mal hier Vitrine habe ich ja nicht irgendwo hinzustellen. Platz habe ich eh nicht. Dachte ich, ach komm, leck Arsch. Und wie gesagt, die Ena habe ich mal gefunden. Und der hatte ja dann Paris-Dakar-Rallye, hatte der. Zustand in Ordnung. Also wie gesagt, wer ich spiele, Autorennspiele gehen immer mal zwischendurch. Dann MX World Tour. Da ist der Körper wieder richtig schön Zustand. Also diese, ich meine, schönen Zustand mit dem vorne schon so glatt. Das heißt, die anderen sind da so ein bisschen zerkratzt schon irgendwie von Regal rein, raus oder schmeiß wohin. Dann MX Unleashed hatte er gehabt. Da ist jetzt keine Anleitung drin. Gut, stört mich nicht so richtig wirklich, weil ich gucke eh nie drin und ist so ein Titler, bräuchte ich auch nicht die Anleitung zu irgendwie, um das vollständig zu haben. Das Teil. Dann Colin McRae Rally 04. Da ist auch alle drin. Und zu guter Letzt hatte er noch Midnight Club 3 Dub Edition. Da mal wieder ohne Anleitung. Hat sie die alle okay. Also da hat man dann halt die 5 Spiele gehabt. Und er meinte so am Anfang, er hat 3 will er pro Spiel haben. Na komm, hier, nee.
Ach, bei ein paar Spielen fiel die Anleitung. Okay, jetzt fehlten hier bei 2-0. Die Anleitung ging eigentlich auch, weil er hat noch ein paar andere, aber die haben mich überhaupt nicht interessiert. Mike, naja, was machst du denn dann so? Also, ein Zehner? Mike, gibt dir 8. Ja, gibt mir 8, das ist okay. Kann ich auch nicht meckern. Also, habe ich jetzt 14 Euro ausgegeben für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele. Ist voll und ganz okay. Ich habe mal eBay geguckt. Die meisten sind auch so 3-Euro-Titel, 3,50 irgendwie, um 5er so, ja, also das passt schon alles. Und durch die PS2-Spiele, die ich geholt habe, habe ich jetzt mir noch 100 geknackt bei meiner PS2-Sammlung. Ich zeige 103 Spiele. Ja, das war schon, kleines Pickup. Hab nochmal gekickt jetzt so, ob irgendwas in der Nähe ist, so eBay Kleinanzeigen. Nichts. Ey, die verkaufen bei uns keine Spiele, sonst irgendwas. Es gibt einen bei uns in der Ecke, der macht das professionell, wie es aussieht bei den Preisen, was der hat. Da brauchst du auch ja nicht nachfragen. Da siehst du schon so, ja, okay. Sonst nichts. Ist irgendwie blöd. Okay, ich habe Berlin hier gleich in der Nähe, aber ich fahre nicht quer durch Berlin mit einem Auto rin oder sonst was. Sorry, nee, das tue ich mir nie an. Okay, Kinders, das war's schon. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao, euer Olli.